Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oxygen Not Included. Wir haben im letzten Part gesehen, dass nicht nur ich Fehler baue. Ah, jetzt sehen wir es nochmal. Gleich müssen wir es sehen, wenn dann... Ah, nee, der wird jetzt hier erstmal großzügig Wasser absaugen. Ne, weil hier ist ein Haufen Zeug. Ne? Sieht man das jetzt hier noch mit dem Schwamm? Egal. Naja, auf jeden Fall. Ne? Man sieht ja, dass nicht nur ich Fehler baue, sondern auch, dass der Entwickler da steht. Ich glaube, die UV-Map muss anders. Genau, da hat man es kurz noch gesehen, ne? Ja, ich glaube, die UV-Map funktioniert nicht so ganz, ne? Und ja, ne? man sieht doch gerne, dass man nicht selber der Idiot ist. Auf jeden Fall. Ne? Ich war hier noch gerade dabei, noch so ein bisschen an Stuff aufzuräumen und ein bisschen rumzuübeln. Ich bin auch am Überlegen, nachdem wir immer noch eine positive Bilanz in Bezug auf Nahrungsmittelproduktion haben, dass wir das auch ein bisschen ausweiten. Vielleicht auch das hier mal so ein bisschen zu so einem, ja, zu so einem sekundären, Nahrungsmittelproduktion umbauen. Weil wir, unsere Base lauft auf Duplicants. Das ist halt einfach so, ne? In jeglicher Form lauft sie auf Duplicant-Leistung, ne? Ohne Duplicant geht gar nichts hier. Aber wenn wir jetzt hier tatsächlich einen, ich würde auch gerne einen weiteren Carrier mit einbauen, also... Ja, also ich würde jetzt nicht nur die Amnes Franklin hier einen Job hier vergeben, sondern ich würde ja auch anderen Duplicants dazu holen, die einfach nur mal aufräumen. Die Zeug von A nach B shippen, die einfach nur dafür sorgen, dass Zeug läuft. Ne? Und ich glaube, mit sowas würden wir eigentlich schon ganz gut hier arbeiten. Wir haben vor allem noch ein Bett frei. Sekunde... You know what? Deconstructe das jetzt. Die nächsten, die drei hier, die Carriers, kriegen nur eine einfache Wohnung. Aus dem simplen, einfachen Grund, ich brauche gerade das Plastik. So. Dann würde ich mal sagen, wir kriegen erstmal, oh, wo haben wir denn hier? Furniture, ne? Genau, Code. Die kriegen erstmal nur eine einfache Unterkunft. Weil... Das Plastik brauche ich gerade für eine Steam Turbine. Und ich habe mich schon gewundert, wo der ganze Plastik hin ist. Aber wenn das alles in den Betten verschwindet, wundert mich das nicht. Ja. Steam Turbine. Irgendwo hier muttert hin, ne? Glaube ich. Vermute ich. Weiß ich nicht. Frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung, doch. Weißt du doch. Ne? So. Und dann muss das hier irgendwie so... gebaut werden, glaube ich, weil das Ding ist nicht besonders hoch hier, ne? Dann können wir hier das ganze Wasser hier so machen. Alles schön. Wie sieht es hier eigentlich mit Temperatur aus? Immer noch scheiße, scheiße kalt. Und Wärme keine Spur. Wobei, das Teil ist Plusgrade. Und dachte, Wire hat Plusgrade? Ja, das hat alles Plusgrade. Was dann probiere ich mal aus? Ah, ist schon wieder Wasser drin! Ich glaube, ich kacke im Dreieck. Hier, raus damit! Sofort, wo kommt das Wasser her? Ah! Ich glaube nicht. Nee. Ich will gar nicht wissen, was die Leute im Nachbarraum denken, wenn sie die ganze Zeit mich hören. Wo kommt das Wasser her? Ne? Allgemein so ein gleiches Amüsement werden die sicherlich haben. Wollen wir, ich weiß damit, dass die Hälfte davon zuschaut. Aber. Naja. Da ist ja gerade Amnes Franklin. Ah, schaut auch so ein bisschen aus wie so Franklin, muss ich ehrlich sein. Gut. Beide sind am Saubermachen. Sehr fein. So, dann repariere das hier auch nochmal kurz. So, dann sollte das reif sein zum Absaugen. Dann warten wir nur noch, bis da drin Vakuum ist. Weil wenn jetzt die ganzen Sachen hier Plusgrade haben, sollten die nicht mehr so einfach kaputt gehen. Das Wasser ist vielleicht ein bisschen fresh, aber ich glaube, das hält die nicht auf. Nein, das glaube ich nicht. So, hier ist Vakuum. Hier above. Wo ist jetzt hin? So, hier ist kein... Ne, gucken wir mal hier mal, ne? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Das Wasser hier hat doch Plusgrade. Warum? Hier unten ist es kalt. Ja, klar.
Aber hier drin hat es doch Plusgrad. Warum geht das nicht mehr? Ich versteh's nicht. Ich reiß das Ding jetzt ab. Ich sehe keinen Jut mehr darin. Das Ding muss tot. Das Ding muss tot, dann ist gut. Nee. Nee? Kein Erbarmen. Kein Erbarmen. Absolut keins. So. Aber ich muss das hier noch irgendwie darum kümmern. Also ich muss das hier noch irgendwie zum Laufen kriegen. Ich weiß zwar noch nicht wie. Aber, Moment mal kurz. Frisst das vielleicht nur Wasser? Das kann sein. Wobei, ich glaube, nein, eigentlich nicht. Das Ding sollte eigentlich beides fressen können. Es steht zwar nirgendwo, aber ich meine irgendwo gesehen zu haben, dass das beides frisst. Water? Hm. Das schaue ich mir erstmal an. Ja, it contains water. Also, wir haben auch Wasser reingepumpt. Also, daran scheitert es nicht. So, hier. Machen wir nochmal schnell sauber. So, dann machen wir das mal weg, damit das halt einfach wieder bei Null anfängt. Der ganze Schmuh. Ja, Miss Franklin ist auch schon gut am Bergling. Da kann man auch gleich sweepen. Dann machen wir hier einfach mal das ganze Schmuh leer. Ich will da nichts mehr sehen. So. So, und jetzt kommt die Turbine. Und jetzt müssten wir uns mal darüber Gedanken machen, wie wir das Scheißding antreiben. Das scheißt beweit, ne? Aber... Jetzt müssen wir kurz überlegen. Das Ding hier. Lass mich kurz mal nachdenken. Lass mich kurz mal nachdenken. Ich bin noch nicht fertig. Utilities, genau. Cools the liquid through the pie? Through it, but it outputs heat in the immediate vicinity. Also kurz hier eigentlich rein. Hier kommt ja Gasnei, aber ich meine, da gab es auch irgendwie noch so ein Output-Röhrchen bei dem Ding, genau hier. Hier wird Gas angesaugt und hier kommt es wieder kalt, kommt es wieder flüssig Nei. Das können wir ja schon mal so verlegen. Das passiert mindestens, das muss ich ja mindestens verlegen. Was ich mir auch mal verlegen könnte, wäre halt mal so ein Kabel, ne? Also so ein dickes Kabel. So ein richtig dickes Kabel. Ja, wobei, so richtig dick hier macht das Ding ja keinen Strom, ne? Was war das denn? 800 Watt? Das ist ja... Pups. Das ist ein Pups. Mehr aber auch nicht. Aber es stellt sich für mich persönlich die Frage... Moment, hat das ein Gasauslet? Das muss ich auch gucken. Das wird hier gerade nicht angezeigt, alles. Gut. Das heißt aber, wenn das hier Gas ansaugt und hier flüssig rauskommt... Weil das kommt ja mit einer Fixtemperatur raus, ne? Steht natürlich nicht da, ne? Was hatte ich erwartet, ne? Gucken wir hier mal rein, ne? In die Enzyklopädie nur so mäßig, das taugt. Ah, was habe ich gesagt? Okay, Outputs Water. Das haben wir zumindest schon mal herausgefunden. Okay, nice. Okay, 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 aha, okay, Outputs Water. Das heißt, ich brauche das eigentlich gar nicht kühlen? Weil es ist ja Wasser, ne? Es wird ja dann wieder, ne? Es bleibt ja immer so gleich, ne? Wir müssten einen Sweepy hier einbauen. Aber wie kommt der Sweepy, wie kommt das Zeug vom Sweepy hier wieder raus? Funktioniert das überhaupt so? Das ist noch viel die interessantere Frage. Ich glaube, ich sollte hier rein aus Vorsicht noch eine Ebene führen, wo das Ganze mal so ein bisschen hin vor sich hin sapscht. Und das hier mal ausgraben, ne? Kann das hier auch mal kurz weg. So, das hier kann auch entfernt werden. Oder meint, nee, das nicht. Cancel deconstructen. Das hier kann weg. Ja, weil dann wird hier dann das Wasser runterfallen. Es wird dann bam.
wird das hier noch ein bisschen aufgeheizt, aber dann wird das hier... Na gut, egal. Ich glaube, ich baue mir noch eine MS Franklin. Was haben wir denn hier? Farming, Agriculture, Construction, Building. Ein Farmer und ein Builder. Unmatic. Decrease Athletics. Nee, Run Speed will ich haben. Pacifist, Attacking Errands. Okay, das ist mir wurscht. Eigentlich bräuchte ich so einen Farmer slash Carrier. Okay, wie nennen wir dann dich? Wie nennen wir dich? Gleich die MS Lang. Man könnte vielleicht herausstellen, dass ich Hunger habe. Willkommen, MS Langosch. Ich habe Hunger. Deswegen heißt du so. So, wenn dir nichts einfällt, der Magen sagt dir immer, was richtig ist. Gut. Hier, Moment, das kannst du behalten. Genau, das hier kriegt eine hohe Prio. Eine etwas höhere Prio. Das Farming kannst du auch noch behalten, weil das ist eher deine Speciality. Mhm. Und das hier machst du leicht erhöht. Mhm. So, Farming ist bei dir hoch. Tiding ist auch alles nice bei dir. So. Wobei, ich glaube, Delivering... by the way, ist hier... da ist sogar... MS Franklin hat sogar ein Pünktchen. Improved Tiding. Tinkering. Improved Machine Component. Improved Strength. Improved Strength. Ja, yeah, machen wir Improved Strength. Langosch hat auch schon einen Punkt? Wow. Du hast noch nichts gemacht, dann hast du schon einen Punkt. Wow. Bin surprised. Du beginnst zu have mastered this job. Okay, okay. Machen wir mal Improved Carrying. Jo. Dann kann man hier... Genau, hier. Und du kriegst auch einen Improved Strength. Genau. Kriegst hier mal schöne Mützchen. Mützchen auf dem Kopf. So, das hier funktioniert auch noch alles? Nee, tut's nicht. Warum? Ha! Muss ich hier wieder was anschalten. So. Mal wieder takten. Was ist da los? Sag bloß, wir haben Fremdgas. Nee, haben wir nicht. Das sieht nicht nach Fremdgas aus. So. So, das Ding läuft wieder. Passt. Ich hatte jetzt für eine Sekunde schon einen Herzanfall. Okay, aber... Dann würde ich mal sagen, machen wir auch hier mal wieder einen schönen Job, wo es hier nur aufgeräumt wird. Weil diese Jobs gibt es mehr als genug. In dieser Base. Da kann sich die MS Franklin mal darum kümmern. So. Jetzt gucken wir mal hier unten, wie wir das hier gebacken bekommen. Storage unavailable. Wetsch. Das glaube ich nicht. Machen wir den Storage Bin hier mal. Und dann gucken wir mal. Manufacturing Metal Ores. Copper Ore. Okay, das sind nur Ores. Raw Material Refined Metals. Dann machen wir hier mal okay, ne? Die kriegen ja mal Refined Metals mit rein. Nicht, dass da nichts verknackt, ne? Ois hat einen Blotz. Ois hat einen Blotz, mein Freund. Ois. So, Oxygen, da machen wir wieder so ein. Nenne ich einen Scrubber. Ne, das ist ein anderes Teil. Haben wir vertippert. Das Ding hier. Ja, Game. Aktualisier mein Shit. So, nice. Vielen Dank. Vielen Dank für die Akzeptierung. Vielen Dank, wie lieb von dir. Okay, hier geht's runter. Hier geht's rüber. Hier geht's rein. Tun wir das mal so, als wäre das so. Mhm. Dann machen wir hier Strom, war auch noch ein Thema. Genau. So.
Und dann tun wir mal so, als wäre das so geplant. Zerde. 5 Kilogramm Carbon Dioxide, das ist ein bisschen viel. Der Scrubber tut nichts, weil nichts kann. Ja, war irgendwie klar. Ha, soll ich wirklich noch eine Leitung zurückführen? Wahrscheinlich, ne? Ja, ich muss mehr damit eine Leitung zurückführen. Das muss ich fast machen, Dude. Ja, das wird wahrscheinlich so nicht anders gehen. Gut, dann machen wir hier mal rein. Nee, andersrum. So rum. Und der Schmuck geht dann da drüben wieder raus. Gut. So. Ich glaube, anders wird das nicht funktionieren. So, dann machen wir hier mal wieder Luftleerraum. In der Hoffnung, dass es mal funktioniert. Vakuum. Sehr nice. Da dir dann. Genau, das muss jetzt hier, dass sich so langsam auflösen. Mikrogramm. So, das ist jetzt Vakuum. Sehr schön. Dann stellen wir das wieder um. Und schalten das mal ein und gucken, ob es explodiert. Und es explodiert. Warum zur fucking Hölle explodiert das Scheiß? Warum kriegt das Ding Damage? Es erzählt mir auch nichts. Wrong Element. Was stand da? Wrong Element Damage. Es muss doch normales Wasser rein. Faszinierend. Und dann schmeißt es das Ding einfach raus. Ist das wirklich die Lösung? Anscheinend schon. Anscheinend ist es das. Okay. Tu ich nämlich jetzt meine Messmissmütter habe da. Hm? Indeed. War gesprochen. Alles so geplant. Ja. Ja, zum Glück haben wir hier entsprechende Wasserausgänge hier zur Verfügung. Da. Geht rein, da jetzt raus, genau. Dann machen wir mal das Röhrchen da weg. Anscheinend ist das nicht gut genug. Es tut mir im Herzen leid, aber so ist es. Ja. Gut, dann müssen wir irgendwie das Abwasser da irgendwie wegkriegen. Gut, das ist jetzt ein Thema. Ich persönlich halte das jetzt nicht für eine Problematik. Aber ist ja easy. Das bauen wir am. Ne, das geht dann schon tatsächlich daraus. Das ist schon. Okay, ich habe das schon. Ah, ich habe in meiner geistigen Intelligenz, das schon geklärt. Ich bin so intelligent. Ah, jetzt muss jetzt nur noch die Leitung wieder aktualisiert werden. Das habe ich gerade ausgewählt, das hier. So, hier. Und jetzt muss nur noch das hier runter. So, wenn das jetzt für eine akzeptable Priorität passiert, dann ist das sogar alles chill. Dann ist alles chillax. Glaube ich. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Mhm. So. Wer schreibt mir da was? Player gerade einen Kommentar geschrieben. Ich schrei das jetzt, okay. Okay, Player, ich habe dich gesehen. ich halte dich jetzt mal kurz an, ne? Wenn man mir schon während des Aufnehmens einen Kommentar schreibt, dann schaue ich mir das auch gleich mal an, ne? Ja, gucken wir mal. Was schreibt Player mir gerade? Ihr seht jetzt gerade leider nur ein Standbild, tut mir leid. Sorry, so ist halt gerade, wie das funktioniert. Was schreibt er denn? Ich schreie das jetzt trotzdem in die Kommentare für den Algorithmus. 11, ne? Ich lasse den Schufladen noch Spaß daran, dass ich, dass ich überrascht bin, dass ich, okay, so, gucken wir mal. Wovon redet er überhaupt? Ich wusste es, dass es nicht so ist, wie ich mir gedacht habe. Ich hab's gerade noch gesehen. Schrei jetzt nicht in die Comments. Okay, das ging um die Tür. Es ging um die Tür.
Vielen Dank, Player. Ich hab's gesehen. Nice. Willkommen zurück zu Let's Play Oxygen Not Included. Ja, sowas passiert ab und zu auch mal, ne? Ich bin ja kein Professioneller, ne? Ich bin ja nur ein Dude im Internet. Da kann das schon mal passieren, ne? Ah, nice. Ja, Player, ich hab dich jetzt gesehen. Jetzt wollen wir das ja noch gucken. Wir sind jetzt gerade eh in der richtigen Ecke hier, ne? Für die Leute, die es nicht ganz verstanden haben. Es geht darum, dass hier er gesehen hat, dass ich hier das weggelöscht habe, ne? Und er schreibt das in die Kommentare. Vielen Dank für den Algorithmus, ne? Ja, der Algorithmus hat mich sowieso nicht so besonders lieb. Ja, also, Daumen sind immer gewollt. Das ist auch der Grund, warum hier so ein bei euch so ein blinder Fleck hier in der Ecke entstanden ist in letzter Zeit. Weil da jetzt hier diese Like- und Subscribe-Meldung da kommt, ne? Die habe ich jetzt einfach mal aus Interesse rangetan. Und tatsächlich, seitdem ich sie drin habe, verwirren sich Leute zu mir in den Kanal. Vielen Dank, by the way. Ja, an die Neuen, schön, dass ihr da seid. Macht Spaß. Ich habe zwar nicht vor, professionell Let's Player zu werden, weil ich habe ein Leben, ich habe einen Selbsterhaltungstrieb. Ich werde Game-Ingenieur. Ich weiß nicht viel besser. Aber naja, es ist eine Entscheidung, ne? Jeder hat seine Träume. So. Aber wir wollen jetzt erstmal ein bisschen zusammen Spaß machen. Ihr habt jetzt das gesehen, dass ich jetzt hier das halbwegs zusammengebaut habe. Jetzt können wir mal gucken. Machen wir hier wieder Vakuum. Ja, versuchen wir wieder die Entropie wieder etwas zu verringern in diesem Game. Ich hoffe nur, wenn ich jetzt wieder nach oben gucke, dass ich jetzt hier nicht irgendwie die Leute eben ersticken lasse. Und sie ersticken. Warum tun sie ersticken? Weil das Ding hier schon wieder steht. Sackelt sie, fängt sie mal nach. Muss ich euch wirklich hier einen Akku neu bauen? Ich glaube, der braucht tatsächlich einen Akku hier. So. Aber ich will hier keinen Akku neu bauen. Nee, ich will wirklich nicht. Es sieht aber nahe dazu aus, ne? Ach, Mensch, meh. Menschens, Meyers, Menschens, Kinners. Und alle, die noch damit zu tun haben. So. Hier ist jetzt Vakuum. Jetzt machen wir das hier wieder mal richtig umgestellt. Und dann schalten wir das Ding an und gucken, ob es explodiert. Es explodiert. Aber nur so halb. Weil es war noch Dreckwasser im Rohr. Okay, verstehe. Kann ich mit leben? Jetzt möchte ich nur, dass das pronto sauber gemacht wird. Weil ich habe es ja gerade schon so ein bisschen dipsen sehen. Es wäre jetzt schon geil, wenn jetzt da so die MS Franklin oder weiß Gott, wer da vorbeikommt. Ja, die MS Langosch, die ist auch gut. Ah. Reparierst das auch ganz nett. Die Digger sind das, die da sauber machen. Ich kann diesen Bug jetzt nicht mehr übersehen, Leute. Es ist jetzt einfach, der ist jetzt in meinem Augapfel eingebrannt. Der ist jetzt da. Sorry, Leute, es ist halt jetzt so. So, jetzt sagen wir das nochmal ab. In dem Part kriegen wir das Ding noch zum Laufen, glaub's mir. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Ja, sieht schon nach aus, aber wir haben hier noch ein bisschen Carbon Dioxide herumgurken. Aber es löst sich gerade auf. Gut, schön. Das Game löscht ja sein. Das Game löscht ja seine Sachen und nicht, ne? Wie es normalerweise physikalisch funktioniert. Schaut mal es an. Und es läuft! Kameraden, es läuft! Ich glaub, ich kack M3, es läuft. Aber nur so halb, weil hier oben ein bisschen Oberdruck ist. Gut, es ist ein bisschen Überdruck. Aber das ist eine Frage vom Ventil, ne? Aber die Nulle Feier haben schon wieder mal so ein krümelchen Gas. Okay, damit kann ich arbeiten. Ja gut, dann würde ich mal sagen, nachdem wir das ganze System jetzt wieder zum Laufen gekriegt haben, würde ich mal sagen, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt Let's Play Oxygen Not Included. Wir sehen uns dort. Für die Gott!